Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass der Energieausschuss Ihnen heute eine Beschlussempfehlung zur energiepolitischen Konzeption der Landesregierung vorlegen kann. Denn mit dieser neuen Energiekonzeption werden die bisherigen energiepolitischen Leitlinien, Aktionsplan Klimaschutz und Energieland 2020 zusammengeführt, weiterentwickelt. Und insofern wird unsere konzeptionelle Grundlage für die Erfolge der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern aktualisiert und auch auf das neue EEG ausgerichtet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Anteil der Erneuerbaren an der Stromproduktion in Deutschland soll ja bekannterweise bis 2050 auf mindestens 80% steigen. Hier in Mecklenburg-Vorpommern können wir stolz sein, dass wir bereits heute deutlich über 100% rechnerisch aus erneuerbaren Energien Strom produzieren im Vergleich zum Verbrauch. Und genauso stolz können wir sein auf die neuen Wege, die unser Energieministerium gegangen ist bei der Entwicklung des jetzt vorliegenden Konzeptes. Denn nicht zuletzt war es vor allen Dingen das Engagement des Landesenergierates, der mit seinen Vorschlägen, mit seinen Ideen und aber auch mit seinen Diskussionen ganz wesentliche Grundlagen für die Erarbeitung dieses Konzeptes eingeflossen hat. Ich konnte zum Teil auch teilnehmen an Beratungen. Mehrere Arbeitsgruppen waren ja tätig. Über 100 Mitglieder haben sich ehrenamtlich eingebracht im Landesenergierat. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es angebracht, allen Akteuren des Landesenergierates von hier aus auch noch mal recht herzlich zu danken für ihre engagierte Arbeit. Die Rolle des Energieausschusses war es ja von Anfang an, diesen Prozess zu begleiten. Wir haben dieses sehr intensiv getan. Ich selbst war ja oder durfte ja auch als Vertreter des Landtages und des Ausschusses im Landesenergierat mich aktiv einbringen. Ich habe laufend im Energieausschuss über die Beratungen im Energierat, über die entsprechenden Teilergebnisse natürlich berichtet. Und nach Beschlussfassung der Landesregierung zur Energiekonzeption haben wir im Ausschuss selbst auch noch mal nach der entsprechenden Überweisung der Unterrichtung zweimal die Konzeption auch beraten. Und im Ergebnis dieser Beratung liegt Ihnen ja heute auch die entsprechende Beschlussempfehlung des Ausschusses vor. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich jetzt zur Beschlussempfehlung selbst kommen und zu den Ergebnissen der Beratungen im Energieausschuss. Zum einen, der Energieausschuss hat sich darauf verständigt, eine Entschließung zu verabschieden mit im Wesentlichen drei zentralen Aussagen. Erstens, die mittelfristigen Ziele und Handlungsansätze der energiepolitischen Konzeption werden begrüßt und als Grundlage für eine zukunftsweisende Gestaltung der Energiewende im Land gewürdigt. Zweitens, der Vorrang sowie die Zielsetzung zur Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung werden ausdrücklich unterstützt, sowie der Bürgerbeteiligung und der Einbeziehung von Interessenvertretern bei der Erarbeitung des Konzepts auch ein besonderer Stellenwert beigemessen. Darüber hinaus wird die Landesregierung konkret aufgefordert, die Umsetzung der Energiewende auf politischer Ebene und in der Praxis voranzutreiben und mit konkreten Maßnahmen zu unterstützen. Zweitens, für die Umsetzung der wesentlichen Ziele einen Fahrplan zu erstellen, auf eine gerechte und transparente Verteilung der Kosten im Rahmen der Energiewende im besonderen Maße zu achten, sowie den Landtag und andere Akteure regelmäßig über die Ergebnisse und Maßnahmen zu unterrichten und bei den energiepolitischen Grundsatzentscheidungen bzw. bei der Umsetzung auch einzubeziehen. Im Ergebnis unserer Beratung im Hinblick auf die Entschließung empfiehlt also der Ausschuss die Unterrichtung der Landesregierung auf Drucksache 6/3724 für erledigt zu erklären. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir an dieser Stelle, und ich hoffe, das trifft auf Zustimmung bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dass ich jetzt in meinem Bericht des Ausschussvorsitzenden nicht auf die umfangreichen Anträge von Bündnis 90 Die Grünen im Detail in der Ausschusssitzung eingehe. Ich gehe mir davon aus, dass der Kollege Johann Gehr das in seinen Ausführungen in der entsprechenden Aussprache sicherlich noch tun wird. Aber zusammengefasst in den Ergebnissen der Beratung hat der Energieausschuss im Wesentlichen den Argumenten des Fachrichters folgend diese zeitlichen Zielvorgaben auch auf das Jahr 2025 ausgerichtet
um einigermaßen verlässliche und seriöse Planungen vornehmen zu können. Vom Fachressort zugesagt wurde, dass das Konzept auch bis 2025, aber auch natürlich danach weiterentwickelt wird und der Landesenergierat gemäß der Forderung des Energieausschusses unter den veränderten Vorgaben und Rahmenbedingungen auch zukünftig in geeigneter Art und Weise eingebunden werden soll. Wesentliches Beratungsdetail war das Ziel der Landesregierung, einen 6,5%igen Anteil Mecklenburg-Vorpommerns an der gesamten Stromproduktion bis 2025 mit einem zahlenmäßig unterlegten Anteil von 24,3 Terawattstunden aus erneuerbaren Energien als Zielhorizont festzulegen. Sowohl diese Absicht als auch die Einbeziehung der Stromproduktion aus der Kraft-Wärme-Kopplung ohne dem Steinkohlekraftwerk Rostock wurde insbesondere von den Koalitionsfraktionen unterstützt. Gerade letzteres ist ja eine sinnvolle Ergänzung, da diese Anlagen, also gemeint sind die KWK-Anlagen, durch ihre Effizienz einen erheblichen Beitrag für den Klimaschutz leisten und zudem Regelenergie bereitstellen können. Hinsichtlich seines abschließenden Votums hat sich der Ausschuss ebenfalls davon leiten lassen, dass die von Bündnis 90 Die Grünen sowie den Koalitionsfraktionen gestellten Anträge im Wesentlichen, und ich betone im Wesentlichen, ähnliche Zielrichtungen verfolgen. Des Weiteren war der Koalitionsantrag allgemeiner gehalten und gegenüber dem detaillierten Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen aus Sicht der Koalitionsfraktion vorzuziehen, so zumindest die mehrheitliche Auffassung. Vor diesem Hintergrund hat der Energieausschuss im Rahmen der Gesamtabstimmung mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und CDU bei Enthaltung der Fraktion Die Linke, bei einer Gegenstimme seitens Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sowie bei Abwesenheit der Fraktion der NPD dafür votiert, dem Landtag zu empfehlen, der Entschließung, die Ihnen vorliegt, zuzustimmen und die Unterrichtung auf Drucksache 6-3724, wie gesagt, abschließend für erledigt zu erklären. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass möglichst viele Mitglieder des Landtages der vorliegenden Entschließung des Energieausschusses folgen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon sehr auf die anschließende Aussprache zur Energiekonzeption des Landes. Vielen Dank.